Willkommen zurück zu Dark Souls 3, dem Spiel, wo wir in den Tod rollern, weil ich zu doof bin. Ja, nee, ernsthaft. Hätte alles nicht sein müssen, der letzte Tod. War komplett unnötig. Hier steht immer noch mehr oder weniger in Teams rum, also die nächste Adresse ist scheinbar die gottlose Hauptstadt. Aber bevor ich das mache, wollte ich eigentlich noch ein bisschen Backtracking betreiben, weil es gibt hier nämlich noch so den einen oder anderen... Wo ist jetzt rausgekommen? Gut, hier dachte ich ja nicht, dass ich rauskomme. Ja, natürlich. Ja, natürlich! Die Ratten wieder treffen, ne? Ich nicht. Hier nicht runter. Bin ich überhaupt richtig? Nee, bin ich auf jeden Fall falsch, weil hier steht mir noch eine Mimik rum. Boah, das hätte so schief gehen können. Habe ich die Mimik schon geplündert? Ich meine das ja. Eigentlich war ich ja an jedem Ort schon. Ich würde eigentlich dahin zurück, wo ich gerade gestorben bin. Was ist, kann ich mir in diese lange Leiter erinnern? Bin ich denn hier? Bin ich denn hier? Ach so. Nicht ach so, also auf jeden Fall war ich hier noch nicht. Jut, ich bin zwar komplett falsch. Zumindest bin ich nicht da, wo ich sein wollte. Nein. Sag nie nach dir. Leiter. Ach, no shit, Sherlock. Verlauf im Keller, sowas gibt's ja, ja, ja. Wie? Wie, das Vieh droppt einfach nichts. Was? Was ist das für eine Mimik? Warum droppt die nichts? Ich bin enttäuscht. Kann man eigentlich auf... Tatsächlich. Kann auf Leitern Sachen trinken. Das ist ja cool. Mimiks, die nichts droppen. WTF. Also deswegen ist jetzt die erste Mimik in Dark Souls 3, die ich überhaupt erschlagen habe. Ich habe dem bis jetzt immer nur die Jägerumnette am Kopf gehauen, aber es geht ja nicht mehr. Weil ich keins habe. So. Wo genau bin ich jetzt hier? Ich ahne das ja jetzt. Wie viel über ein Riesen? Ach so, jetzt bin ich noch eine Etage höher. Ach, hier bin ich jetzt. Gottchen. Hier wollte ich eigentlich nicht sein. Blitzbolzen. Ich könnte den Riesen jetzt auf den Kopf springen, wenn ich wollte, aber will ich eigentlich nicht. Oh. Oder wir springen den Riesen vor den Händen, das geht natürlich auch. Echt? Wirklich? Was zur Hölle? Warum? Warum tötet mich das? Was? Ach man, schon wieder 11.000 Seelen weg. Das ist zum Kotzen. Warum tötet mich die Scheiße? Die letzten 20.000 Mal, die mit dieser behinderte Riese gehauen hat, ist das nicht passiert. Ach, Mann, ey. Das regt jetzt auf. Das regt richtig auf. Es fällt mir sehr schwierig, die Landschaft zu erkunden, wenn mich andere, ob ich behinderten Gegner mit... Achso, ich würde eigentlich meine Heiltränke neu diskutieren. Na gut. Was hast du denn nur für einen Keller? Ach, na ja. Manche Leute würden ihn sogar als veritablen Kerker bezeichnen. Ich glaube, ich hau jetzt diesen dummen Riesen einfach um. Ja. Das Lock-On-System ist einfach zu kotzen, Alter. Ohne Witz. Wie ist denn der behinderte Riese jetzt aufgewacht? Was? Oh ne, da. Nein, nein, fickt euch! Wo kommen die denn her? Das ist so behindert. Oh Mann, ey. Zigtausend Viecher von allen Seiten. Natürlich macht das komische Aufstampfen von Riesen, obwohl ich irgendwie ewig weiter wegstehe, macht natürlich Damage.
Ach, der kann mich mal, dieser Drecksfucking dieser ohne Witze. Das ist nicht witzig. Was liegt denn da noch? Kann man den Fahrstuhl hier halber Fahrt aussteigen? Was bringt denn nichts? Das ist einfach dämlich. Das ist hassig, wenn irgendwelche behinderten Ads spawnen. Das fügt dem Spiel nichts hinzu, außer dass man sich übel ärgert. Diese behinderten scheiß Ratten da nachkommen müssen, wisst ihr? Wie, warum lebt nicht eine Ratte noch? Hä? Hm. Das Ratten spawnen immer nach. Andauernd ist dieser Riesenbehindert. Ja, der Riese hält auch erheblich mehr aus als der letzte. Ich habe gerade seinen Lebenspunktebalken gesehen. Das ging ja gar nicht. Ja, spawnt sofort eine neue Ratte nach. Ja. Oder hört das nochmal auf? Moment, wir testen nochmal kurz durch. Mal sehen, wie viele Ratten hier nachkommen. Also wenn man ganz geringe Mengen Seelen farmen möchte, könnte man das hier wohl tun. Oder? Ja. Das hört nicht auf, es kommt mal neue Ratten nach. Dann laufen wir in den Raum umher. Ja, dann erwacht der Riesebaum von auf. Das ist ja beim besten Willen nicht mein Interesse. Warte mal, ist das da hinten? Warte mal, da hinten ist Sigmar hinter der Wand. Oder Sigvard, whatever. Ey, guck mal, das kann doch nicht sein! Ich stehe ewig weit weg und es macht mir Damage. Kann ich den Riesen wieder dazu bringen, die Mauer dich zu schlagen? Ja, guck mal, da hinten hinter der Wand, da ist Sigvard. Da ist Sigmar, ja. Guck mal, da ist er. Ey! Ich glaube, jetzt kommen gar keine Ratten mehr nach, oder? Ey, wie das schon wieder Damage macht? Hallo? Wie weit soll ich denn noch wegstehen? Och. Wann ist da eine Ratte mit roten Augen? Keine Ahnung, jetzt sind auf jeden Fall alle Ratten tot. Also es ist jetzt sehr schwierig darüber zu treffen, ob irgendeine von den Ratten noch rote Augen hatte. Pardon me, I was absorbed in thought. Oh, look at me, trapped like a rat. But you needn't worry. I've just been sitting here weighing my options. Moment has almost come. I just need a bit more time. Uh-huh. My liberation requires a key. But the key is outside.
riddle for the ages. Aber ich hab den Schlüssel doch. My liberation required. Ich hab den Schlüssel doch nicht. Kann ich einfach reinkriegen? Hä? Hm. Oh. Wäre da einfach eine Ratte bei gewesen, der ich den Schlüssel hätte. Aber ich will, warum kann ich nicht den Schlüssel durchs Fenster schmeißen? Das für den Ratten, die hier liegen, hat auf jeden Fall keine rote Augen. Aber siehst du vielleicht daran, dass der Ofen aus ist bei den Viren. Hm. Tja, ne? Ja, ich hab doch einen Schlüssel. Ich hab alle Schlüssel, die man hier finden kann. Tja, sieht man ja. Wart. Ich komme hierher, ne? Oder? Genau. Weil zumindest ist der komische, nervige Riese tot. Wie komme ich da hin auf der anderen Seite? Hm. Hab ich's aber gegen Baum gefahren? Ah. Hö. Guten Tag, Herr Mimik. Hm. Hm. Tja, ne? Ich hab keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Vor allem die Leiter hier, die geht ja ewig hoch. So. Wir droppen und da sieht man, der Knast ist ja da unten. Oh, warte mal, das müsste ja eigentlich... Warte mal, da komme ich doch hin, oder? Warte mal, das ist da eigentlich... Ah, scheiße. Aua. Das müsste doch eigentlich... Ja, zwei Etagen hier unter. Ach. War da hier eine Leiter oder nicht? Kann man hier irgendwo hoch? Genau. Ich glaube, den Teller habe ich auch nicht besonders gut erkundet. Ich bin da eigentlich nur durchgerannt beim letzten Mal. Ach Gott. Ich weiß nicht, warum ich hier nur durchgerannt bin. Was? Ach, fickt euch! Hier komme ich ja auch nicht weiter. Da bin ich ja immer nur höher. Das ist doch scheiße, Alter. Hm. Komm ich von da irgendwie noch weiter? Kriege ich jetzt Siegwart da raus? Das heißt ja, wenn so ein komischer Klaus Barista kommt da an die Raute und haut dir von der Seite das Messer in. Das ist so nervig. Das sind aber echt viele da oben, ne? So wird das hier nie was mit Leveln, wenn ich anderen sterbe. Zumindest der Riese dürfte nicht respawnen. Können wir uns eigentlich nochmal angucken, ob wir eine Ratte mit roten Augen finden? Nö. Beide negativ. Tja, Siegwart. Mein Lip. Hm. Ich kann ja nicht einfach die Schlüssel rauswerfen, ne? Oh ja, viel Spaß bei War Thunder. Vielleicht dürft ihr besser mit der neuen Karte. Hm. Ist hier wie ich eine Leiter hochklettern? Ist da auch kein Turbo-Modus für gibt, ne? Da wirst du ja alt. Hm. Bin ja gerade so ein bisschen überfragt, ne? Wäre da eine Ecke? Wäre auch nicht schön. Bisschen ja quasi drei Etagen runter. Wahrscheinlich muss man da komplett woanders langlaufen. Ich weiß doch nicht, wo halt. Gehst du wahrscheinlich hier auch noch irgendwo nehmen? Nö. Keine Heimwände. Was? Na gut, das hat ja schon beim ersten Mal geklappt, da wo es wichtig war, dass er klappt. Ja, nee, das ist auch nix. Aber eigentlich ist es gar nicht so gut, dass das nicht. Das hier gerade runtergefallen ist, weil jetzt muss ich mich wieder die Route hier nehmen. Das heißt, ich stehe jetzt gleich wieder für den gleichen Problem, wo ich gerade vorstand, dass ja nämlich da oben zigtausend Leute rumstehen. Ich möchte eigentlich meinen, dass man in der dicken Rüstung so ein bisschen Poise hat, aber nö. Ich will mich auch alles wegsteckern, ne? Es ist egal, was mich angreift. Ob das ein Hammer ist oder irgendwie die kleinste Waffe, alles.
staggert mich weg. Gibt's sowas in Dark Souls so hopp wie Poise? Dass man irgendwie stehen bleibt? Weil irgendwie habe ich bis jetzt das Gefühl, dass es egal, wer mich schlägt, dann bringen wir sogar die Skelette, bringen mich ja immer aus dem gleichen Weg. Das ist halt mega nervig, weil so kannst du nicht vernünftig kämpfen. War nämlich auch nichts. Oh, das ist ja Nachricht. Mensch. So toll. Eine Nachricht. Ja, der hier geht's auch nur wieder runter, wo ich gerade war. Oder? Ja. Jetzt kommst du. Warte mal. Moment. Moment. Ja, so. Hm. Gut. Jetzt den Riesenhals jetzt abkürzen können. Jetzt sind wir wieder hier unten. Sind wir wieder hier. Das ist ja schön, aber... Ey! Wie mich eine einzige Ratte da komplett aus der Fassung bringen kann. Hm. Ja. Wieder so richtig, was ich konnte, aber auch nicht. Außer, weil ich jetzt auf dem Weg dahin jetzt wieder 9000 Seelen verdient habe. Wenn ich jetzt noch die 10.000 Seelen von vorhin gehabt hätte, wäre natürlich alles noch viel schöner gewesen. Jetzt kommt wieder die ganzen Viecher runtergeregnet wahrscheinlich. Stellt sich mir bloß die Frage, kämpfen Mimics gegen Viecher? Genau, da hinten kommen sie alle. So. Probieren wir einmal mal. Hallo, Mimik. Kämpfen Mimiks gegen Krebse. Ah, dieses behinderte Logon. Schon wieder meiner umgebracht. Hm. Ich glaube, wir können diese Frage mit Nein beantworten. Machen sie nicht. Frösche. Gut, hauen wir die Mimik halt selber um. Auch kein Problem. Die Mimik ist wieder eingeschlafen. Das können die? Lol. Hab ich noch ein Amulett? Ich hab ein Duell-Amulett. Warte mal, funktioniert das Duell-Amulett auch? Ich glaube nicht, oder? Nee, funktioniert nicht. Ich hab gerade beinahe auf Öffnen geklickt. Das wäre ein großer Fehler gewesen. Will ich diese Mimik rollen? Was hat denn jetzt gemacht? Warte mal, das... Die Mimik ist anders als die anderen. Das ist eine kriechende Mimik. Guck mal. Die rennt gar nicht so rum wie die anderen. Dunkler Clown reden. Der dunkle Schaden. Das bringt mir auch keine Punkte, so Mist hier. Jo, da haben wir aber hier hinten auf jeden Fall den Kerker alles mitgenommen. Außer, dass wir Siegmeier noch nicht gerettet haben. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich dafür langlaufen muss. Der hockt in irgendeiner Zelle, aber wo soll die sein? Aua. Ich glaube, wir können schon sehen, die großen Ratten, fällt mir gerade so auf. Kann ich gerade mal eben durchrennen? Kann ich. Gut. Ich trinke gerade extra kein Estos, weil ich ahne. Ich weiß, dass das Vieh schon angefangen hat, mal die Viecher anzugreifen. Ah, jetzt. Verflucht, da ist es wieder. Komm mit, komisches Vieh. Greife die komischen Viecher an. Los, mach.
greife die Viecher nicht gerade mit Priorität an, möchte ich sagen. Damit lassen wir das. Was gegen den Gargoyle kämpfen möchte? Wie kriegen wir jetzt das Sigma herausgehauen? Die gibt's ja auch noch. Ein weiteres Beispiel, wo ich beinahe wieder die Kamera umgebracht hätte. Die Rettung Sigmas musste in die gottlose Hauptstadt gehen. Ach, echt? Muss ich wieder. Ach, ich ahne schon, wo ich wieder hin muss. Warte mal. Ich habe eine Idee, wo ich hin muss. Ich habe eine Idee. Vor allen Dingen habe ich die Idee, dass ich vielleicht erstmal kurz an den Schrein sollte mir ein neues Zeug holen, die nicht mit 5 Estus rumrennen, wenn ich stattdessen mehr haben könnte. Voriger Stein, schön. Schön, schön, schön. So, erstmal die große Frage, habe ich noch irgendwelche Seelen auf Tasche? Ich glaube nicht. Oder? Aha. Ach, eine Schattenasche kann ich noch geben, die gelbliche Asche. Passt damit. Passing fine ash thou hast given. Let this ash be still. I only have. Was verkaufst du mir denn jetzt Schönes? Das kann ich bei Goldharz kaufen, das ist ja schön. Sonst noch was Erwähnenswertes? Ja, Legion. Elite-Ritter, ach so, Elite-Ritter ist durch die von Andri, oder? Das heißt, diese Gamaschen haben den Elite-Ritter in der gefallenen Astora gehört. Der Name Astora ruft ein Gefühl brennender Nostalgie hervor. Womöglich war es dieses Gefühl, das Andri in diese ferne Heimat lockte, die nur durch ihren Namen bekannt ist. Was? Was haben wir hier noch? Östlicher Helm? Ist das im Osten? Sammlerstücke? Ist die Rüstung? Was haben wir hier noch? Ach, Smaugs Rüstung könnte ich kaufen. Wie viel wiegt denn die? Interesse. 12! Ne, 23 wiegt die Rüstung. Alter. Also wenn du als Smaug umherrennen willst, dann musst du auch wollen, glaube ich. Henkerhelm? Der Stahlhelm von Horus, dem Stummen, der Gefallen an seinem kalten, massiven Inneren fand. Der ursprüngliche Besitzer soll ein korrupter Henker gewesen sein, der getötet und seiner Rüstung beraubt wurde. Horus ist einer von nur 2 Kindern, die den Griff Aldrichs entrinnen konnten. Was haben wir hier noch? Verbandmaske? Die kennen wir schon. Xanthos Übermut, ein gelblicher Mantel, aber mit dem Band aus Messing mit der Jungs verziert ist. Xanthos Kleidung wird von einer Schorsch und verschlorener Zauberei getragen, wobei die Anzahl mit der Jungs den Erfolg dabei widerspiegelt. Die Forscher tragen sie mit Stolz, auch wenn ihre Bedeutung für andere verloren gegangen ist. Warte mal. Ashen One. Ist mein Zauberer mittlerweile in den Gang? Back again, I suppose. Nö. Come again. So, warte mal, ich würde ja. Cola kann ich auch noch geben. Lords, where did you happen upon this call? This is much too dark. I see the abyss in it. Yet, a smith I remain. I won't turn down a request. Ja, früher hat er es noch gemacht. Forget not. Your fight is for the flame and for your fellow kin, just like mine. A cursed fate this may be, but hope remains, does it not? Ja, dann, ich würde eigentlich nochmal die Stones hinnehmen. Machen wir mal so, nehmen wir mal 2... Ich hab keine Scherben bei. Ich hätte gerade spontan nicht erinnert, ich nicht irgendwo noch ein paar Schattenästus übersehen, aber verstärken kann ich nicht meinen. Ach, das Irritierschwert, wie viel brauche ich dafür? 8 Funkeltitanit! Boah, das Scaling wurde ja auch nicht besser. Ah, was habe ich denn hier noch? Achso, André ist gerade Schwert, ja, das könnte ich auch noch. Das könnte ich buffen, aber brauche ich halt auch Funkeltitanit für. Steißbeinstolch? Wo kommt der denn her? Ein kommt dadurch der geschundenen Gefangenen in Irritiers Gefängnis. Er besteht aus dünnen Steißbeinknochen, die Gefangenen für den Symbol der Drachen hielten. In ihrer Narrativität verstümmeln sie sich ebenso in so hallen ihre schmerzerfüllten Schreie immer noch durch den Kerker. Fähigkeit Drachen im Fesseln schützen, durch zu einem krassen Drachen zu werden, in einer uralten Drachenmorie aus dieser Stärke nahezu verblasst. Ach. Schwerter Lottrigritter, das könnte ich auch noch weiter ausbauen. Da brauche ich die Titanitbronke. Da habe ich irgendwie Skrupel, die zu verbrauchen. Sklavenaxt. Ansonsten habe ich irgendwie. Nö. Hast du schon den Boss in der gottlosen Hauptstadt besiegt? Natürlich nicht. Was soll das denn passiert sein? Wann soll das denn passiert sein? Gute Nacht, Herr Mimik. Boss der gottlosen Hauptstadt erschlagen. Ha! Sehe ich so aus, als hätte ich unendlich viel Zeit.
Das ärgert mich jetzt, ich hier mit 14.000 Seen umrenne. Ich brauche... Ich brauche noch 10.000. So viel habe ich in der Tasche. Ah. Habe ich noch was, was ich verkaufen kann für teuer Geld? Nee. Nüsch, ich könnte hier meinen ganzen Wunder verkaufen, das bringt ja auch kein Geld. Wenn ich hier irgendwie... Das hier, das... Die ganzen Waffen zu verkaufen, bringt da alles noch 100. Ja, gut, der Drachentöter Großbro bringt 1.000. Wenn ich irgendwie alles zusammenklauben würde, würde ich eventuell auf hier auf... Asche. Warte mal. Hm, was ist er denn da? Den silbernen Schlangenring habe ich ja in Dark Souls 1 nie gefunden, ne? Das habe ich immer geärgert. Wir haben die getroppt. Ich glaube 2000 ist Sugar. 4000 sogar. Jedenfalls recht reichhaltig. Und wir sind doch alle Dinge, die man in diesem ganzen Dark Souls-Universum rumfinden, stammen immer irgendwie aus einer anderen Zeit. Da sind wie alt oder Dings. Und nichts ist mehr neu gefertigt. Also maximal neu verbessert. Aber gefertigt ist hier nichts neu in dieser Welt. Das sind wir alles schon alt. Nur noch, Aua. Echt? Krass. Gut. Also rumspielen mit irgendwie Feuerbällen funktioniert bei den Viechern gar nicht. Alter, wie schnell die auch da umhertanzen, ne? Das ist... tot. Burn, warst du schon auf dem Dach des Schreins? Ja, ich habe auch so ziemlich alles, was ich eintauschen könnte, bei Snarky schon gemacht. Ich habe natürlich immer noch nicht im Wiki nachgeguckt, was man da noch alles vertauschen kann, aber ich glaube, so die meisten Gegenstände habe ich. Ich habe sogar extra noch eine schwarze Feuerbombe gekauft, um die wegzutauschen. Was? Die Typen können man eigentlich ziemlich gut farmen. Stell dich mal so fest. Die droppen ja so viele Seen, die Typen. Was? ...1.750, das ist echt nicht übel. Wenn ich ihn nochmal einmal wegziehe, dann habe ich auf jeden Fall wieder voll. Ich könnte mich eigentlich mal irgendwie mal eine halbe Stunde aufs Gehen hochleveln, oder? Ich meine, das ist nicht viel Arbeit. Wahrscheinlich gibt es noch bessere Spots, aber der hier... ...sieht zumindest nicht so ganz nach Stumpenfarben aus. Wahrscheinlich könnte man einfach die Skelette von der Brücke sich an denen einfach hochfahren. Jetzt habe ich natürlich ein Problem, weil jetzt das andere Vieh ankommt. Was? Was? Silberritter-Schild hätte ich eigentlich auch noch ganz gerne. Habt ihr das vielleicht mal? Den Silberritter-Schild. Was kann das Silberritter-Schild eigentlich? Erstmal wiegt es ein Vermögen. Es hat weniger Resistenz als man. Naja, es hat ein paar Blitzresistenzen, hat mehr Poise, aber das war's dann auch schon. Ein schweres Schild der Silberritter, die den alten Königsfamilien dienten. Seine Oberfläche zeigt einen tief eingravierten Wassergraben. Die Silberritter bleiben zurück, um das schlichte Anwesen und die Kathedralenruinen zu schützen. Obwohl ihre Göttin sie seither verlassen hat, besitzt ihr Schild immer noch ihr Segen. Werde ich reparieren, ja gut. Aha. Alter, also das Spiel gibt quasi an dieser Stelle zu, dass es sich bei den von Baran und London wirklich nur um die Ruinen von den Resten handelt. Huh. Hm.
Die Maske ist aus dem Urbaum gespürt? Mhm. Kennst du die Freundlichkeit in ihren Augen? Na gut, wie muss ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Der heißt Dark Souls. Tschüss.